Hi, Thorsten hier. Ihr sitzt an, liegt im Gras und wie ihr seht hier oben, die Wolken ziemlich dick und dunkel. Was ist, wenn es regnet? Könnt ihr dann weiter fotografieren? Macht das überhaupt Sinn, im Regen zu fotografieren? Diese Fragen wollen wir heute klären. Manchmal geht man bei strahlendem Sonnenschein los in die Natur, sitzt an, sitzt da Stunden und wartet, bis die Tiere kommen. Und in dieser Zeit fängt es auf einmal an zu nieseln oder sogar zu regnen. Und wie man dann sich und sein Equipment entsprechend schützen kann, das will ich euch heute mal hier zeigen. In der Regel ist es ja so, dass die neuesten Kameramodelle gegen Spritzwasser geschützt sind. Aber ich würde das im Zweifelsfall nicht unbedingt ausprobieren wollen, um zu sehen, ob die Kamera tatsächlich so dicht ist, wie das der Hersteller angibt. Die meisten Objektive haben auch am Bajonettverschluss eine entsprechende Dichtung, die sozusagen am Verschluss selbst das Eindringen von Feuchtigkeit, Nässe und Staub dort etwas verhindert. Aber wie schon gesagt, ich würde das nicht unbedingt jetzt ausprobieren wollen. Das erste, was man machen kann, Wetterbericht schauen. Bevor man losgeht, guckt man einfach mal, ist Regen angesagt, ist kein Regen angesagt. Und selbst wenn die Gefahr besteht, dass es regnen könnte, dann nehmt euch ja entsprechende Dinge mit, um die Kamera dann zu schützen. Das Einfachste, was ihr machen könnt, um eure Kamera zu schützen, ist, ihr nehmt von zu Hause ja ein paar Mülltüten mit. Die habt ihr ja sowieso immer einstecken, damit ihr sozusagen den Müll, den ihr unterwegs ja, fabriziert, also wenn ihr irgendwas esst oder was trinkt, dann schmeißt ihr das natürlich nicht in die Umwelt, sondern habt immer Mülltüten dabei. Und diese Mülltüten, die kann man dann natürlich auch über die Kamera und oder über das Objektiv machen. Der Nachteil ist dabei natürlich, ihr merkt das schon, das raschelt ziemlich sehr und es ist auch ziemlich hell, was natürlich jetzt in der Wildlife-Fotografie nicht so optimal ist. Optimaler, um die Kamera zu schützen und auch euer Objektiv zu schützen, ist hier so ein Neoprenüberzug. Ich habe hier mal einen von Lenscode. Das soll jetzt keine Werbung sein für Lenscode. Ich bekomme da auch kein Geld dafür. Aber dennoch will ich euch das mal zeigen. Das befindet sich hier in so einem Netz. Das hat den Vorteil, wenn es doch mal geregnet hat und dieser ja, Überzug, den seht ihr jetzt gleich, nass geworden ist, dann kann der hier in diesem Netz schön abtrocknen. Und dieser Überzug, der ist jetzt ziemlich groß. Ich glaube, es ist der größte, den Lenscode zurzeit zur Verfügung stellt. Und den könnt ihr über euer Objektiv und über die Kamera ziehen. Hier unten ist so ein Klettverschluss. Könnt ihr das schön aufmachen. Und dann könnt ihr das hier einfach über die Kamera drüber ziehen. Erstmal über das Objektiv, so dass das hier durchschaut. Und dann über die Kamera. Und könnt das dann hier unten auch wieder zukletten. Und so ist die Kamera ja, vor Regen und Feuchtigkeit geschützt. Nicht nur von oben, sondern auch von der Seite. Ja, wenn es regnet, das ist ja oftmals so, ist ein bisschen Wind dabei. Und wenn dann der Wind von der Seite kommt, dann kommt natürlich auch die Feuchtigkeit von der Seite. Weiterhin ist der Vorteil bei dem Überzug, ja, der hat hier sozusagen einen entsprechenden Print drauf. Der ist halbwegs raschelfrei und ihr seid damit ja, trotzdem noch gut getarnt. Um euch selbst zu schützen, könnt ihr ja hier
so einen Überzug euch besorgen. Das ist jetzt so ein Poncho. Und der Poncho, der ist hier ebenfalls in einer Tasche enthalten. Die ist jetzt allerdings jetzt auch wasserfest. Das heißt, wenn ihr einen nassen Poncho dann da reinpackt, ihr müsst dann zu Hause wieder rausholen und dann entsprechend trocknen, damit dann nicht stinkt. Die Verpackung selber, ihr habt es gerade gesehen, die ist ziemlich klein. Man kann das dann tatsächlich so zusammenfalten und gut in einem Rucksack verstauen. Es nimmt kaum Platz weg. Ich packe den dann immer so in den Rucksack. Und der ist ziemlich flach. Der wiegt zwar ein bisschen was, ich weiß es nicht wie viel, aber vom Gewicht her geht es noch. Ich schätze mal so 200 bis 300 Gramm sind das schon. Ja gut, vielleicht sind es so 150 Gramm. Man kann sich auch mal täuschen. Aber da ist es nicht so schwer, um den bei möglichen Regenwetter vielleicht doch mitzunehmen. Der Vorteil bei einem Poncho ist, wenn es dann doch mal urplötzlich anfängt zu regnen, ihr habt den ziemlich schnell übergezogen. Ne? Man macht den hier auseinander und dann kann man den einfach über sich drüber ziehen. Und schon seid ihr ziemlich schnell vor Regen geschützt. Ein weiterer Vorteil bei diesem Poncho ist, ihr könnt den auch einfach über den Rucksack drüber machen. Die Rucksäcke, die haben ja in der Regel, oder die guten Rucksäcke, die haben ja in der Regel einen Regenschutz dabei, den ihr über den Rucksack drüber machen könnt. Aber hier ist der Vorteil, ihr könnt den gesamten Poncho über den Rucksack machen. Wenn ihr dann lauft oder pirscht oder was auch immer, dann ist im Prinzip alles gut geschützt. Und wenn ich jetzt mal aufstehe, seht ihr natürlich meinen Kopf jetzt nicht mehr, ne, dann ist hier sozusagen der Poncho, der geht ziemlich weit runter und schützt euch vor Regen, wenn es notwendig ist. Auch dieser Poncho, der hat hier sozusagen einen guten Print, mit dem ihr gut getarnt seid. Nachteil hier ist natürlich wieder, es raschelt ein bisschen. Aber wenn es regnet und Wind ist, dann raschelt ihr alles sowieso. Dann fällt es gar nicht mehr so auf. Das nächste, was ich hier habe, das ist ein kompletter Regenanzug. Ist hier auch in so einer Tasche drin. Leider hatte ich den jetzt nicht in so tollen Print gefunden, sondern das ist hier halt Camouflage. Und dieser besteht, wie schon gesagt, aus einer Jacke und einer Hose. Und die könnt ihr natürlich vor dem Regen schon anziehen. Wenn ihr wisst, jetzt regnet es gleich und ihr habt ein bisschen Zeit, dann könnt ihr den anziehen, weil das dauert dann doch ein bisschen länger. Also nicht zu lange, aber es dauert doch ein bisschen länger, ehe ihr den übergeworfen habt. Ihr müsst aufstehen dazu, um euch den sozusagen anzuziehen. Und der hält natürlich auch schön trocken. Da befindet sich auch in so einer Tasche, habe ich vorhin schon gezeigt. Die ist hier an einer Seite durchsichtig und wasserfest, auf der anderen Seite luftdurchlässig, so halbwegs. Man sollte aber trotzdem, wenn das nass gewesen ist, entsprechend trocknen, bevor man das dann wieder da reinpackt. Wenn der Boden nass ist, dann will man sich natürlich nicht auf den nassen Boden legen. Dafür habe ich eine Isomatte. Die Isomatte, die ich jetzt habe, die ist nicht ganz so komfortabel. Das Packmaß ist halt ziemlich groß. Aber ansonsten ist die ziemlich gut. Die hält nicht nur Kälte im Winter von unten weg, sondern hält auch trocken, wenn man sich da irgendwo hinlegen will. Wenn das Gras nass ist, bietet sich das natürlich an, auch wasserfeste Schuhe anzuziehen. Meine Schuhe, die sind jetzt ziemlich wasserfest, aber wenn das Gras richtig nass ist, dann kommen dann nach einer Stunde, wenn man da durchs Gras gelaufen ist, auch die Nässe durch diese Schuhe durch. Und dann ziehe ich immer Gummistiefel an. Die Gummistiefel, die halten natürlich sämtliche Feuchtigkeit von euren Füßen weg.
Der Nachteil im Winter, die Gummistiefel sind bei mir nicht gefüttert. Es gibt auch gefütterte Gummistiefel, gerade für den Winter gut. Aber im Winter ziehe ich mir dann einfach ein paar mehr dicke Socken an und schon passt das wieder. Alle gezeigten Artikel, die packe ich euch mal in die Videobeschreibung unten rein. Da könnt ihr einfach draufklicken und euch über die entsprechenden Artikel informieren. Und wenn ihr Lust habt, dann kauft ihr die einfach. Das sind keine Affiliate-Links, also ich verdiene da nichts dran. Das ist aber gar nicht schlimm. Ich will euch ja was Gutes. Deshalb guckt einfach, wenn ihr euch dafür interessiert und kauft nach Belieben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr konntet wieder ein paar Tipps mitnehmen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir da gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Ihr könnt mir auf Instagram folgen. Mein Kürzel dort ist ebenfalls Thorsten's Nature. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin.